Heute ist es wieder soweit. Der Vater des Jahres passt wieder auf sein Baby auf. Und Leute, es gibt keinen besseren als mich. Wir werden heute mit dem Baby einiges wieder an Mist anstellen. Und es werden einige ziemlich wilde Mods ausgepackt. Deswegen haltet euch fest, schnallt euch an. Also imaginär, ihr wisst schon, was ich meine. Lasst ein Like da, viel Spaß im Video, Küsschen. Wir gehen rein und let's go. Wir sind wieder zurück im Business. Und ich freue mich, dass wir heute da sind. Das neue Update, wer es vielleicht noch nicht gesehen hat. Hier hat sich ziemlich viel getan, nur nicht das hässliche Baby. Du stinkst. Wir brauchen heute erstmal wieder einen Namen für das Baby. Und ich muss hier noch einige Aufgaben erledigen, denn ich muss heute nochmal in die Katzenwelt rein. Auch übel strange. Und dann muss ich, zumindest kurz vorm Ende, irgendwas mit dem Baby machen. Weiß ich gar nicht mehr. Gucken wir nachher mal. Ich glaube, da war irgendwas. Das wird mir schon wieder einfallen. Dann können wir diese Kiste hier öffnen. Noch geht's nicht. Ich warte mal, vielleicht geht's doch. Nee, ich krieg's nicht auf. Hast du das gesehen? Du weißt nämlich ganz genau, was da drin ist, stimmt's? Du Verdammter! So, der ist jetzt erstmal gegen die Wand geböllert worden. Der weint ja nicht mal. Alright, Leute, also wir sind heute wieder drin. Okay, mein Kleiner, komm mal mit in die Küche und ich werde... Entschuldigung, was ist denn da gerade passiert? Ich werde dich mal hier so auf den... Weißt du was? Ich leg dich einfach mal hier so hin. Guck mal, du hast es hier richtig bequem. Ich gebe dir mal... Das ist so witzig. Warte, mach mal den Mund auf, Kleiner. Und... Ja, ich hab's doch gesagt. Warte kurz. Ich hole eine Scheibe Salami raus. So, halt mal die Schnauze jetzt, okay? Leute, ich liebe das Baby. Das ist so witzig. Lässt du das jetzt bitte mal... Ist doch gut. Hast du die Augen gerade gesehen, Mann? Alles klar, Mann. Ich nehme die Salami runter. Ist doch okay. Ist doch okay jetzt. Wie wär's denn mit Brot? Willst du ein Brot? Oh Gott! Willst du eine Tomatenscheibe? Willst du Käse vielleicht? Ist das dein scheiß Ernst, Mann? Willst du alles nicht? Willst du eine Gurke? Ich finde das so witzig. Leute, komm. Ich mach dem kleinen Baby mal was zu essen. Wir machen das nämlich so, Leute. Ich gebe dem Baby was zu essen, damit ich es essen kann. Ja, schön. Also das stand jetzt aber nicht im Babysitter-Vertrag. Ey, ich nehme das Baby mit, wir bringen es mal zum Wickeltisch. Ich werf's mal auf entspannt hier rauf. So, das ist sehr gut. Alles entspannt, ich hole mal die neue Windel. Und, was machst denn du da? Wie bist du da jetzt, also? Okay, kein Problem. Ich ziehe dir die Windel an. Komm, wir gehen nach oben. Wir bringen das Baby ins Bettchen. Seht ihr das hier? Okay. Leg's einfach mal ins Bett. Okay. Wir brauchen einen passenden Schlüssel dafür. Stimmt, da war ja was. Ja, gut. Wir holen uns jetzt erstmal das Geschichtenbuch, setzen uns hin und lesen das. Ich lese dir heute nichts vor. Junge, wie schnell ist denn der eingeschlafen? Leute, Hashtag einschlafen in die Kommentare, wenn ihr auch so schnell einschlafen könnt. Ich wollte ihm was... Ach komm, warum beschwere ich mich? Weißt du? Das Baby ist doch leise. Es schläft, alles ist entspannt. Ich kann runtergehen und mache mir einen ganz entspannten. So, dann legen wir uns doch mal... chillen wir mal auf dem Sofa ein bisschen, ne? Boah, alter Mann, halt den Rand jetzt da oben, ey. Ich wollte gerade schlafen. Ich dachte, das wird heute eine entspannte, ruhige Schicht. Okay. Hallo? Hallo? Wo bist denn du? Mensch, was machst denn du hier, du kleiner Scheißer? Komm mal mit. Ja, na komm. Wir gehen mal hier rein, ne? Richtung Pfote. Wollen wir mal Pfote gehen? Warte mal ganz kurz. Ich pack dich mal in die Waschmaschine. Währenddessen suche ich den Schlüssel für da oben. Ich habe gesagt, du sollst da rein. Ja, von mir aus auch so. Perfekt, Leute. Mann, das ist so dumm. Es ist gut, okay. Ich mach mal den Schlüssel auf. Na komm. Sehr gut, mein Kleiner. Wir klettern mal da hoch, ja? Machen wir mal. Na komm mal mit. So. Also, was ist das da hinten? Ich muss hier in die Katzenwelt. Muss ich mit dir da rein, mein Bester? Hat das Baby fallen gelassen? Ich,
Ja, heißt euch herzlich willkommen in der Katzenwelt. Es kommt ja bald was von The Baby in Yellow und das Game ist auf jeden Fall nicht ohne. Was zur Hölle ist das? Hört ihr das? So eine kleine Katze. Hallo? Katze! Die schwarze Katze nähert sich. Boah, ich bin gespannt, was die zu bedeuten hat, Leute. Das war ein... Oh Gott. Ist gehört? Hast du hier gerade gelacht? Nope. Ab gegen das Bild! Du Verdammter! Hast du die ganzen Bilder hier gemalt? Mensch! Dafür gibt's jetzt einmal Leiter, ne? So, steig mal auf die Leiter rauf, mein Lieber. Ja, guck mal, er ist mit seinen Füßen schon auf der Leiter drauf. Wenn du jetzt nicht von alleine da runtergehen kannst, dann hast du selber Schuld. Nur die Harten kommen gar nicht. Und, Schnitt. Ich hab dich! Ab ins Bett, schnell! Leg dich einfach hin! Was? Moment mal, ich soll das richtige Plüschtier ins Bett legen. Was, wenn ich dir das falsche Plüschtier da einfach reinlege? Nee, nicht die Katze. Ich mache mal den Hasen da rein. Ey! Nimm das Plüschtier, ey! Der spielt da mit Fußball, Mann. Das meint er doch nicht ernst. Dann kriegst du jetzt einen Block. Du kriegst ein Königsstück. Du kriegst, was kriegst du denn sonst? Du kriegst ein Babyplüschtier. Nope. Wie wär's damit? Mann! Die Unterwelt? Warum zur Hölle steht der Globus da drauf? Warum kann man den drehen? Ich verstehe es nicht, okay? Ja gut, ich gebe dir dein Katzending jetzt, Mann. Jetzt halt den Rand. Ja, ist doch okay. Komm. Nervensäge. Echt jetzt? Lass die Tür zu! Hast du mich verstanden? Sonst mixe ich dir da gleich was unten. Weiß nicht, ey. Alles komisch oder was? Stimmt! Ich muss den Fahrstuhl rufen! Ah, so war das. Ja, Leute, ganz genau. Ich muss einfach nur den Fahrstuhl rufen, mehr nicht. Ich hab's voll verplant. Okay, pass auf. Ich muss jetzt erstmal ganz kurz den ganzen Dreck hier wegräumen. So. Und machen den Kühlschrank mal zu. Machen den Ofen mal zu. Die Tür hier zu. Und jetzt werden wir unser Ritual vorbereiten. Können wir das Ding jetzt aufmachen? Ich hoffe. Ayos mios. Oh. Zaubertrankflaschen. Okay, Leute, wir wissen, was gleich geht. Ich werde mal kurz schlafen und dann holen wir uns das Baby mal. Oh, ich bin gerade vom Einkaufen wiedergekommen und ich kann euch sagen, ich habe die Kinder voll im Griff. Also Fernsehen gucken bei mir definitiv nicht. So, also brauchen die auch gar nicht. Man sieht schon, Badezimmer immer sauber, Kind schläft, alles ist entspannt. Hello. Oh shit, not good. Summer, das kann doch nicht wahr sein, dass du hier vom Fernseher gammelst. Ich dachte, du schläfst. Ja, guck mich mal nicht so blöd an. Mit dir rein in den Ofen. So, und ich sag dir eins, du kriegst noch eine Gurke hinterher, du Verdammter. Und ich pack dir dann noch ein Champignon hin. Und von mir aus auch noch eine Tomate, du Blödmann. Und jetzt rein da mit dir. So, und zu. Jetzt reicht's. Der Typ, ich sag euch ehrlich, der kriegt jetzt richtig. So, was haben wir denn hier Schönes? Ah. Die rote Flasche sieht gefährlich aus. Der will was zu essen haben, kriegst du. Oh Gott! Alter, was ist das denn gewesen? Digga, wir könnten ja theoretisch... Boah, wir haben die rote Flasche nicht mehr. Was ist denn die blaue Flasche? Hä? Das Baby ist ja ultra klein. Moin! Hallöchen! Ey, was ist das denn, Mann? Das glaubt mir doch kein Mensch. Wie cool! Geil, Mann! Dieser Trank ist richtig gut. Ja, du bist jetzt für mich wie ein Spielzeug und endlich passt du mal da durch. Guck mal, Leute, wir können jetzt sogar Basketball mit dem Kleinen spielen, ne? Also, wenn man es ein bisschen drauf hat, perfekt. Ja, lassen wir das. Kann ich dich hier in die Vase? Oh Gott, der ist ja wieder groß, Leute. Naja, machen wir mal weiter. Eigentlich würde ich gerne den Gelben erstmal sehen. Wow! Alter! Was? Digga, das Baby ist am Fliegen! Yo! Holy moly, Mann, das ist ja übelst krass. Ey, Leute, ich glaube, ich sehe das Licht. Guck mal da oben. Also, wenn ihr das Baby entsorgen wollt, Leute, dann lasst es einfach da oben, ne? Das stört's nicht. Ich nehme mal die grüne Flasche. Wir gucken mal einfach, wie es mit dem dann läuft. Aber crazy, Mann. So. Schnitt! Okay, mein Kleiner, okay. Ich weiß, das tat gerade weh. Ich muss mir einmal die grüne Flasche besorgen. So, wie wär's denn, wenn wir dich damit mal füttern? Vielleicht geht's dann wieder besser. Junge, hast du hier gerade einen siebenfachen Megafurz gelandet? So, jetzt reicht's, ich zünde der Atombombe! Wir sind auf jeden Fall wieder voll drin. Was geht ab? Das Baby oben heult. Okay, wir machen mal die Tür entspannt auf.
Hallo? Baby, Hallöchen. Mensch, Kollege, du bist ja groß geworden. Leute, ist das Baby irgendwie größer geworden? Da stimmt doch was nicht. Du bleibst hier und schläfst, ist das klar? Also, wir holen uns mal ein wenig was zu essen. Oh mein Gott. Ja, also anscheinend hat das Baby wieder richtig Bock. Und man kennt's halt, also... Leute, wer hat eigentlich so einen langen Kühlschrank? Ne? Sag ehrlich jetzt. Kurz ein Mikrofon reinholen. Digga, was soll das Baby? So, ich geh mal rein. Ich hol mir mal die Flasche. Let's go. Ja, läuft. Oha, Alter. Yo, Digga, Matrix, was geht jetzt ab? Ich bin wieder hinten im Kühlschrank. Mach mal die Tür auf. Hallo? Ah, das ist jetzt natürlich richtig schwierig, Leute. Hallo, Baby. Ey, warte mal ganz kurz. Junge, was ist denn hier los? Warst du nicht eben noch ein bisschen kleiner oder was? Warte mal, hä? Leute, was ist da mit dem Baby passiert? So. Ja, du kannst jetzt erstmal aufhören zu weinen. Wie sieht das hier drin eigentlich aus, ne? Ich sag ganz ehrlich. Vielleicht sollten wir dich einmal in die Toilette stopfen. Was hältst du davon, ha? Leute, ne? Ich bring dem Kleinen die Toilette bei. Und zwar nicht, wie man hier pinkelt, sondern wie man das Baby da drin... Oh, war jetzt auch nicht richtig, oder? So, pass mal auf, Kollege. Jetzt geht's rein in den Ofen. Ich lass dich hier einmal ganz kurz stehen. Du bleibst jetzt da mal. Und dann werde ich dich da... Junge, wo ist denn das Baby hin? Digga, du passt doch nicht mehr in den Ofen rein, Kollege. Ja, Leute, was ist denn da los? Mach die Ofentür zu. Ja, nee, der passt da nicht mehr rein. Yo, Bruder, was ist denn das für ein Ding? Leute, was ist denn da los? Man, guck dir mal die Arme an. Okay, also Jerry, pass auf. Wir müssen mal gucken, was wir jetzt mit dir machen. Ich nehme dich mal ganz nach oben mit und schmeiß dich... Die Tür ist abgesperrt, Leute. Die Tür hier ist offen. Jerry, ich schmeiß dich mal hier. Ey, also ich glaube, du brauchst ein neues Bett, Kollege. Weißt du, wie ich meine? Da stimmt doch irgendwas nicht mit dir. Oh, nee, ey. Leute, ich hol mal die Trinkflasche. Eieieiei, das ist ja wohl die Riesentrinkflasche. Boah, Junge, ist die schwer. Ich muss erst mal die Treppe hochkommen. Cherry, ich habe hier eine Trinkflasche. Ist die groß genug? Ja, ich glaube, das haut hin, oder? Hier, Alter, sind wir einen Schluck. Ja, das fand er gut, Leute. Wir bringen ihn mal jetzt mal rüber zum Wickeltisch. So, einmal hier rein, so. Oh, komm, Junge, komm, einmal rein da. Aber einmal rein jetzt. Ach. Sehr gut. Und wir schmeißen ihn da oben rauf. Ja, das denke ich mal passt. Wir nehmen mal die Wände. Jo! Also, ich glaube, das ist so nicht so ganz gedacht, ne? Also, jetzt ehrlich. Wir gehen mal nach oben und holen mal den Talisman der absoluten Abzocke, damit wir Exorzismus beim Baby durchführen. Ich bin ja Profi, Leute. Let's go. Du verdammter Aal. Ich komme da nicht so ganz durch. Jetzt hör auf zu heulen, Alter. Ja. Alter, wird's mir auch nicht mehr gut gehen, wenn ich jetzt so drin hänge. Leute, ich habe da ein kleines Problem, Alter, mit dem Riesenbaby. Was machen wir denn da jetzt? Werd bitte nicht größer, okay? So, ich komme sofort. Ich muss einmal schnell hier an den Kühlschrank und was gucken. Ach, verdammt, ich habe die Trinkflasche ja schon, Junge, du bist doch jetzt noch größer geworden, oder? Ist es eigentlich dein Ernst? Wie groß willst du werden? Ich trag dich jetzt die Treppe irgendwie hoch. Hä? Seht ihr das? Bin ich blind oder was? Das Baby ist doch gerade... Denkst du, ich gehe da jetzt nach oben? Nö. Jaha, Digga. Ja. Da, der Gang ist nämlich wieder frei. Alles entspannt. Ja, was machst du denn jetzt, Kollege? Was machst du denn jetzt? Ich bin weg. Das sag ich dir, wie es ist. Leute, ihr dachtet, na, jetzt wieder so, aber nee. Ich fahre jetzt einfach abwärts. Ja. Da haben wir das Baby gedribbelt. Ja, dann gehen wir doch mal runter ins Apartment 509. Da kann ich jetzt aber nicht rein, weil ich die Tür aufmachen muss. Und jetzt kommt der kleine Scheißer, Leute, und will mit mir spielen, ne? Da bist du, das ganz kleine Baby. Der denkt, der kann mich verarschen, der Kleine. Was ist denn da gerade passiert? Ja, also ich kündige. Okay, Leute, wir gehen wieder rein. Bitte mach nichts. Ey, Terry, ganz im Ernst. Ich sammle dir hier irgendwelche Seiten zusammen, okay? Und pack die da rein. Alles cool. Aber bitte tu mir nichts. Boah. Also... Terry, du, ich glaub, da ist was nicht ganz...
gedacht haben, dass das so laufen muss? Ich glaube nicht, Bro. Wir nehmen die Seite hier, also... Du... Digga. Wie sieht das aus, wenn wir jetzt Klavier spielen? Ich bin super gespannt. Okay, man sieht ihn nicht. Das Baby ist nicht da. Jetzt reicht's aber. Ich nehme den Schlüssel und mach jetzt auf die Tür. Weißt du, wie ich meine? Der denkt, der kann mich hier richtig hops nehmen. Nee, jetzt mach ich mal. Jetzt werde ich mal mit dem Baby ein paar Spiele spielen, ne? Komm mal mit, mein Kleiner. Kennst du den Kühlschrank schon? Ist ein neuer. Leute, was wird passieren? Also, du weißt schon, wenn ich jetzt die Tür zumach, das... Das geht schlecht für dich aus, Bro. Digga, was ist denn da passiert? Was? Also, Terry, es tut mir doch leid. Ich meine das nicht so, okay? Nehm dich ja schon mit. Ist doch gut. Bleib hier im Flur, du Lappen. Ich mach die Tür jetzt zu. Hä? Wo bin ich denn jetzt schon wieder gelandet? Junge, was soll das? Hallo? Terry? Wo bist denn du? Terry? Guckst du schon wieder Fernseher oder was? Komm mal mit! Hä? Wo ist das Baby jetzt hin? Oh mein... Ich glaube, so war das nicht gedacht. Leute, wenn ihr sowas habt... Dann geht einfach nach Hause und schreibt mir auf Instagram. Ich kümmere mich drum. Ach so, ich habe noch was vergessen. Hallo? Oh Gott, ich glaube, ich bin türkische Familie oder so. Scheiße, mach die Tür zu. Weg hier. Was geht denn hier ab, Mann? Oh Gott, das ist auf so vielen Ebenen so verstörend. Boah, endlich mal ein bisschen Ruhe, Leute. Was mache ich denn jetzt? Na, mein Kleiner, wir hatten Larry, Terry, Jerry, Perry, Harry, warte mal ganz kurz. Und, wir hatten echt schon richtig viele Namen. Und ich glaube, heute nennen wir dich mal Terry. Denn du bist das Kirschding auf meiner Eistüte. Terry, was geht, Alter? Hast du Bock heute? Wir müssen uns jetzt erstmal hier zusammen ein bisschen die Wohnung angucken, weil ich werde heute mit dir einige Experimente auf jeden Fall machen. Tut mir auch schon leid, aber vielleicht soll ich dich währenddessen erstmal in den Kühlschrank legen. Warte mal, das haben wir gleich. Passt das? Liegt's dir gut? Ich lass dich hier im Kühlschrank, ne? Warte. Ich pack dir die Trinkflasche auch noch dazu. Hey, pack die da rein jetzt. Also, Trinkflasche liegt da, ne? Ach, warte mal. Ich wollte ja noch die Klobrille hochmachen, Leute. Ist ja klar. Denn die werden wir vermutlich heute auch noch brauchen. Je nachdem, was hier halt passiert. Die Kühlschranktür, die ist halt immer sehr belastend. Genauso wie du, du kleiner Scheißer. Deswegen packen wir dich einfach mal kurz auf die Ofentür und füttern dich. Aber Leute, ich wäre doch nicht ich, wenn wir die Flasche nicht ein wenig anpassen würden. Ja, das sieht doch ganz gut aus. Alles klar. Cherry, ich bring dir mal die kleine Flasche vorbei, ja? Cherry, das musst du jetzt alles trinken. Ist dir das eigentlich klar? Rein damit jetzt, komm! Ah, Mann, trink doch jetzt aus der Flasche, Kollege! Ja, du brauchst auch gar nicht Wein, Alter. Einfach dran saugen und dann ist gut. Kollege, komm! Jo, wollen wir mal ganz kurz darüber reden, dass der gerade die Flasche geäxt hat? Und die war einfach größer als er? Also, wir machen jetzt Baby-Football ins Bett. Und hot, hot, hot! Bro, leg dich einfach rein, okay? Naja. Dann fetzen wir uns jetzt erstmal wieder hin auf die Couch und weiter geht's. Oh, nö, du. Das Baby ist am Heulen. Hallo? Dann gucken wir doch mal. Och, Mann. Digga, tut's mir gerade auf den Ohren weh? Oder was geht da gerade ab? Hey, halt mal den Rand jetzt! Du redest hier überhaupt nicht. Ist das klar, Kollege? Warte mal ganz kurz. Du bleibst jetzt hier oben. Und du bewegst dich keinen Meter weg. Ist das klar? Was ist denn das jetzt für ein mieser Film? Warte mal ganz kurz. Also, ich sag dir ehrlich, was ist da unten schon wieder los? Cherry? Hä? Also... Ich weiß doch nicht, wie ich das deiner Mutter erkläre, Kollege. Aber leg dich ins Bett und mach hier keinen Scheiß. Ich muss das Baby entsorgen. Ja, Kollege, wenn du halt nicht willst, Digga, dann verpiss dich halt.
Was ist das denn jetzt? Entspannt. Ja, also, das Problem ist, Leute, ich glaube, ich habe den Boden gelöscht, so, ne? Aber, naja, ich chill mich mal aufs Sofa. Der Boden ist nicht mehr da, die unendliche Leere ist unter uns, aber das passt schon. Kinder sind sowas Schönes, Freunde. Also, Terry, wo bist du? Guckst du schon wieder Fernsehen? Kollege, komm mal mit. Wir haben das doch schon mal geklärt. Du kommst in den Ofen, mein 12 Sekunden später. Ja, also ich mach Schluss. Heilige Scheiße, Mann, was geht denn hier drin ab? Was mache ich denn da jetzt? Nein, Leute, guckt euch das mal an. Was ist denn da passiert? Ich hab gerade. Alter, habt ihr die Augen gesehen? Oh mein Gott, das ist nicht euer Ernst. Nee, Digga, komm, komm, Alter. Ich habe dem Ganzen ein Ende gesetzt, Leute. Das Baby ist jetzt weg und ja, wir haben jetzt erstmal hier wieder so ein bisschen Ruhe. Ach Mensch, du, weißt du, ich sag dir eins, ey. Digga, die Augen. Terry, es tut mir leid. Ehrlich. Es tut mir leid. Nimm die. Ja. Okay, Entschuldigung. Angenommen, Leute. Auf ganz chillig. Oder nicht? Kennst du das Geräusch, Bruder? Da sitzt du gleich auf jeden Fall drin, denke ich mal, ne? Oh nö, Leute. Jetzt ist die Windel am Fliegen. Hallo? Bring mir die Windel mal wieder. Junge, wie schnell ist denn das jetzt hier? Ja, die fliegt da tatsächlich erstmal auf chillig hin. Wir machen die Tür aber wieder zu. Das ist das Schlafzimmer von den Eltern anscheinend. Digga, irgendwas stimmt da doch nicht, oder? Habe ich jetzt Zwillinge oder was? Kollege, komm mal da rüber jetzt hier. Ich nehme den anderen erstmal mit, ne? Ich bringe den anderen ins Bett. Ach, weißt du was? Komm, wir nehmen gleich beide mit. Wir schmeißen beide einfach ins Bett. Ich habe jetzt hier mein Zwillingspärchen. Ja, ja, du brauchst jetzt auch gar nicht so zu heulen, Kollege. So, der wird jetzt aber schön dagegen geworfen. Ups, sorry. Sorry. Ich hab gesagt, sorry! Ich hab das Baby entsorgt, ne? Hältst du jetzt mal die Schnauze? Kannst du jetzt mal die... Du schläfst jetzt da drüben. Ich sag dir, wie es ist. Schläfst da drüben jetzt. Ja, von mir aus kannst du auch so tun, als würdest du da rausklettern, aber nein. Komm schon. Komm schon! Komm schon! Komm schon! Weißt du was? Dann schläfst du jetzt hier oben auf dem Schrank. Ist mir auch scheißegal. Da kannst du jetzt bleiben. Ja, leck mich. Nervt, ey. Ja, war mal wieder ein ganz entspannter Babysitter-Tag, oder? Was meint ihr? Ja, Leute, das war's mit der ersten Mod zu The Baby in Yellow. Falls ihr mehr wollt, lasst ein Like da, würde ich mich freuen. Abonniert meinen Kanal und aktiviert die Glocke. Dann verpasst ihr diese Baby-Videos noch nicht mehr. Wenn ihr andere davon sehen wollt, hier oben könnt ihr es machen. Kuss geht raus. Denno out. Moin, Leute. Und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von The Baby in Yellow Hacktime. Ja, ganz genau. Ich mach mal die Musik aus, du kleiner Scheißer, weil die nervt jetzt gerade echt ein bisschen. Leute, wir werden heute das Spiel wieder hacken und ich habe etwas super, super Interessantes gefunden. Es gibt einen Geheimraum, den man nur mit diesen Hacks sehen kann. Richtig krass. Ich weiß noch nicht, was er bedeutet. Ich habe ihn im letzten Video geteasert und da habe ich halt schon so einen kleinen Blick auf diesen Raum geworfen, ihn mir aber auch noch nicht näher angeschaut. Da gehen wir heute auf jeden Fall rein und gucken uns noch so einiges anderes an. Seid auf jeden Fall gespannt, wenn ihr Bock drauf habt, lasst ein Like da, ne, für das geile Baby. Ich schleudere das auch heute nochmal gegen die Wand und ich wünsche euch viel Spaß. Kuss geht drauf und wir gehen rein. So, mein kleiner Nadu, lange nicht mehr durch die Gegend geworfen. Was ist das denn hier, du weißt ja gar nicht. Ja, geht doch. Also, ne, ich hol mal die Flasche aus dem Kühlschrank. Ach Mensch, Mary, dein Kopf! So, ich lass ihn mal da drüben jetzt erstmal. Und hol mal die Flasche hier raus. Ich werde dem Baby jetzt die Flasche geben
Aber mehr auch nicht. Also, er soll ja gewickelt werden, aber dann setzt er das Ganze hier wieder zurück. Das Ding ist halt, dass wir in so einer Zeitschleife sind in diesem Kapitel. Bleib da hinten! Du kannst dich selber wickeln, du kleiner Lappen. Weißt du, ich meine hier, du willst die Windel, ja? Aha, jetzt hat er sich dahin teleportiert. Weißt du was, Kollege? Ich pack dir die Windel auf den Fernseher, okay? Und da, du guckst ja eh immer so viel Fernsehen, da kannst du dich ja auch selber wickeln. Mit deinem Stinke-Arsch. So, Leute, wir nehmen den Schlüssel und schließen oben mal die Tür auf und gehen damit dann weiter voran. Jetzt werden wir erstmalig einmal mit der Kamera so ein bisschen rausgehen und gucken uns mal hier so die Räumlichkeiten an. Denn wir haben ja auch zum Beispiel zwei Türen, durch die wir noch nicht durchgeguckt haben, aber dahinter verbirgt sich auch nichts. Diese Türen sind einfach nur abgeschlossen und wenn wir das Fenster rausgehen, sehen wir eine ganze Menge. Alter Schwede, was ist das denn? Da sind ja Zeichen. Warte mal ganz kurz. Da steht Nein dran. Ich kann mich nicht dran erinnern, dass das hier überhaupt mal stand. Da bin ich sehr gespannt. Ich werde jetzt mal ganz kurz durch diesen Raum hier durchgehen. Und wir kommen dann wieder in diesen Raum mit der Uhr. Also step jetzt quasi nochmal so ein bisschen weiter nach vorne. Da steht's nicht mehr, ne? Da steht's nicht mehr, Leute. Das Baby ist nicht mehr da, aber da war jetzt gerade ein Zeichen an dieser Wand, das jetzt weg ist. Yo! Und da stand Nein dran. Okay, wir gucken mal weiter rein. Kann man hier noch irgendwelche Hinweise erkennen? Das wäre natürlich nochmal interessant zu wissen, Freunde. Die Musik spielt sich hier auch automatisch irgendwie so ab. Okay, ah ja. Aha, so ein Ding ist das. Ja, tatsächlich. Hier vorne ist auch noch ein Hinweis, Leute. Wobei, der Pfeil, der war da, glaube ich, schon. Ich glaube, der Pfeil war da schon. Kann sein, dass hier nur der Hase ist, ne? Aber gar nicht der Pfeil. Also, wir haben jetzt auf jeden Fall schon mal was höchst Brisantes herausgefunden. Okay, ich soll das Baby jetzt hier einfach nicht mitnehmen. Also wir gehen jetzt praktisch mal hier so durch die Tür. Kannst du das mal lassen oder was? Ich nehme das Baby mit. Dann schleudert das hier nicht immer die ganze Zeit durch die Tür raus. Wobei ich sagen muss, ey, ganz ehrlich, du rein da jetzt in den Flur und lass mich in Ruhe. Warum muss das Baby denn auch einfach mal mitnehmen? Nein, langt mir. Ja, komm. Ah ja. Hehe, verpiss dich. Rein in den Flur. Fettlappen. Ja, mach, was du willst. Mach, was du willst. Aber ich leg dich hier nicht ins Bett. Ich spring mal wieder raus aus der Kamera und wir gehen jetzt nochmal so ein Stück nach vorne. Hier sitzt das Baby jetzt aktuell erstmal nicht. Was wäre, wenn wir die Tür öffnen? Können wir nicht. Das Baby sitzt hier aktuell da noch nicht drin. Okay, was ist das? Ach du Scheiße. Leute, was ist denn da jetzt passiert? Ich bin durch die Map geflogen. Der, seht ihr das, was ich auch sehe? Guckt der eigentlich gerade dahin, wo ich bin? Wow! Wir sind jetzt super, super weit vorangeschritten, gerade am Ende. Und da sieht man auch wieder solche Pfeile. Ey, Leute, kann das sein, dass hier versteckte Botschaften sind, die wir nur sehen können, wenn wir in diesem Hack-Modus sind? Das ist eine sehr interessante Frage. Das müssen wir heute auf jeden Fall nochmal klären, Freunde. Ja, tatsächlich, Freunde. Das Game ist gerade nochmal gecrashed. Ich bin jetzt nochmal mit der Kamera quasi hier so durchgegangen. Und tatsächlich, Freunde, wenn ich jetzt hier aus der Map rausgehe, sehe ich einen versteckten Raum, nämlich den Gang geradeaus. Das Baby guckt in meine Richtung die ganze Zeit. Und wir gehen jetzt mal hier rein. Was ist das denn? Hä? Wer ist er denn? Hä? Habt ihr das gesehen? Alter! Yo, was ist denn das für ein verrückter Fernseher, Mann? Was ist das für ein Raum, Leute? Gar keine Ahnung, aber man kann hier nicht rein. Es ist hier irgendwie diese Person, diese Figur, die kennen wir aus dem ersten Kapitel. Da war sie in der Truhe drin und diese Figur guckt hier auf diesen Fernseher einfach rein. Oha, das ist ja super creepy. Ich werde jetzt einfach mal weitergehen und man sieht hier zum Beispiel auch einen Pfeil und hier sind X'e drin, ne, Leute? Man sieht diese X'e, dass man da nichts ins Bett packen soll. Das heißt, wenn man hackt, dann weiß man direkt schon, was man zu tun hat. Wir gehen mal weiter nach Hinweisen gucken. Und wir können das nur am Anfang machen, denn sobald wir diese Map hier betreten sozusagen, verändert sich das hier so ein bisschen und... Oha, was ist das? Uff! Wir sehen das Baby jetzt in seiner ganzen Form. Alter Schwede! So sieht der Dämon in Wirklichkeit aus. Wir konnten ihn immer nur von Weitem sehen, aber da haben wir ihn jetzt in ganz nah. Ach du Heiliger, ne? Und er steht jetzt natürlich vor seinem Bett sozusagen, wo dieses Auge ist. Hier ist noch dieser Pfeil, den haben wir vorhin auch gesehen. Hier ist aber wieder diese Figur, Leute. Und das Baby kommt hier auch als Dämon später noch raus. Sehr interessant. Okay.
Ich bin jetzt erstmal wieder zurück, habe jetzt soweit erstmal nichts gefunden. Will jetzt aber mal gucken, ob dieser Raum im Prinzip noch da ist, wenn wir jetzt einfach mal hier durchgehen. Wir haben jetzt hier 2 Uhr auf der Uhr. Und jetzt bin ich gespannt, ob der Raum halt noch da ist. Ja, er ist noch da. Aber die Hinweise, Leute, sieht man hier zum Beispiel, die sind jetzt verschwunden. Ich gehe jetzt mal praktisch einfach hier durch und bewege mich mal bis an den Ende, also bis ans Ende des Ganges. Nämlich diese Tür da hinten. Die hat auch komischerweise keine Nummer. Alle Türen hier haben Nummern, irgendwas ist da, aber hier nicht. Wenn wir davor sind, ist hier nichts. Aber wenn wir da durchgehen, dann guckt hier tatsächlich jemand Fernsehen. Aha, schauen wir mal weiter. Wir gehen jetzt praktisch hier durch diese Zeitschleife wieder. Da sitzt das Baby mit dem Fernseher. Aber die Uhr hat sich leicht verschoben, irgendwie um so eine Minute oder so. Ne? War die nicht eben noch komplett auf ganz? Also wir haben jetzt eine Minute an Zeit verloren und überall ist dieses Zeichen hier. Ne? So, pass mal auf. Ist jetzt weg. Komisch ist jetzt, Freunde, wir dürfen halt nicht mehr in diese Fernseher schauen. Das würde ja bedeuten, wenn wir hier wieder zurückgehen. Oha, macht das keinen Sinn. Diese ganzen Fernseher sind jetzt hier alle. Und da sieht man jetzt den Fernsehraum, ne? Da sieht man jetzt den Fernsehraum, dass da jemand Fernsehen guckt. Das macht natürlich Sinn. Okay, gehen wir mal hier durch. Vorsichtig. Oha, okay, die Babys sind wieder am reinhasseln. Das Abenteuer des weißen Hasen sehe ich da teilweise auf dem Fernsehen. Da vorne, Leute. Jetzt ist die Tür hier tatsächlich offen. Und wir können in diesen Raum einfach so reinlurken. Oh Gott, ey. Was soll das bedeuten, Mann? Die fressen meine Seele einfach, ne? Ich drehe mich jetzt. Da kommt der Riesenfernseher. Wir gehen dem Fernseher hinterher, Leute. Das gehört? Ah, okay. Ich verstehe. Ah ja, ich das Baby jetzt nehmen, können wir das leider hier nicht so ganz klären. Ich kann das Baby aber wahrscheinlich einfach rauswerfen. Was wäre denn, wenn ich das Baby mit dem Fernseher zu diesem komischen Raum rüber schlepp? Oh Gott, vorsichtig, piss dich. Oh, Alter, das macht mir Angst. Okay, wir können das Baby nicht mehr weiterbringen. Wir müssen jetzt einfach durchziehen. Wir sind wieder in, also wir sind jetzt wieder in diesem Raum und die Uhr hier, ich bin gespannt, was die Uhrzeit gleich sagt, wenn wir jetzt hier reingehen. Okay, die Uhrzeit ist jetzt tatsächlich einfach so, der Typ teleportiert sich jetzt erstmal weg. Wir können da nicht mehr durch, ne? Ich würde aber gerne nochmal die Uhrzeit im Blick behalten. Nee, man sieht nichts mehr. Es ist auch wieder dieses komische Königszeichen. Dieses komische Zeichen ist jetzt auf dieser Uhr. Das ist wohl irgendwie was Dämonisches, ne? Wir bleiben ruhig und gehen jetzt ganz entspannt weiter. Mal sehen. Wow! Was ist dahinter, ne? Schlafenszeit? Gar nichts. Die Tür wurde jetzt einfach nur aufgeböllert. Wir gehen den Gang jetzt durch. Da ist wieder dieses komische Zeichen. Ich habe von den Entwicklern gehört, die haben mir das selber erzählt, dass das Spiel eine heftige Story hat, die man herausfinden kann. Und die würden mir dabei auch helfen. Falls ihr Bock drauf habt, Leute, Hashtag Story in die Kommentare rein. Dann würde ich mich nochmal mit der Geschichte von The Baby in Yellow auseinandersetzen. Und hier haben wir das Schreckensbaby. Wir wissen, da vorne war ein Pfeil vorhin. Der ist jetzt auch immer noch da. Was passiert denn, ja, wenn wir das Baby da schlafen legen? Was passiert dann? Hä? Wow. Das war's? Klein und harmlos, sofern nicht gefüttert. Ohren aufgestellt, Augen angstgeweitet. Einsame Flucht aus dem dunklen Carcosa. Was soll das denn bedeuten? Der Kleine sitzt da immer noch, ne? Der kann da auch jetzt ewig sitzen. Das, ja, das juckt mich nicht, Leute. Ich gehe da jetzt einfach dran vorbei. Bleib mal da sitzen da drüben. Du kannst da ruhig mal chillen, ne? Ja, weiß, wie ich mein. Der kann da ruhig mal sitzen bleiben, Leute. So, hier wird das Baby jetzt auf jeden Fall wieder aktiv. Und ich nehme den kleinen Racker, Mary? Mary, was hast denn du da gerade gemacht, Alter? Ich schmeiß den jetzt so hart rein und tschüss! Oh, seht ihr das, wie weit er fliegt? Einfach das Baby hier reingeworfen, ne? Ich würde sagen, das war ziemlich krass. So, steppen hier den Gang jetzt erstmal wieder ein bisschen weiter. Ich weiß auf jeden Fall. Ich frage mich, was das hier für einer ist, ne? Und warum der hier auch steht. Die Zimmernummern sagen einem ja auch nichts. Ich nehme mal an, dass wir da hinten nicht wieder reingehen können. Können wir nicht, also müssen wir durchziehen.
Okay, aber ich kenne mich ja mittlerweile schon ziemlich gut aus. Ja, wir sind schon safe, alles entspannt. Oh, ich erschreck mich trotzdem immer noch, ne? Weil die Musik halt einfach so wild ist. Puh. Wir gucken jetzt mal, wenn wir nach hinten gehen, würde ich jetzt natürlich gerne nochmal schauen, ob dieser Dämon hier irgendwo ist. Aber es sieht ganz danach aus, als würde der Dämon jetzt hier weg sein, ne? Man sieht halt, dass hier diese Räume im Prinzip von dieser Materie jetzt beeinflusst sind. Aber was ist denn da jetzt eigentlich genau passiert? Der hat jetzt hier diese Tür aufgemacht. Da war eigentlich gar nichts drin. Das Baby war im Nichts. Also auch schon wieder optimal, ne? Aber hier wieder so ganz komische Zahlen. Ausgerechnet an dieser einen Tür. Wir haben ja noch so eine weiße Tür. Da gehen wir jetzt auch nochmal durch. Ich würde jetzt vielleicht sogar generell nochmal so rausgucken. Aber wir haben ja halt so einen leichten Nebel, ne? Ja, nee, man sieht da jetzt halt nicht großartig anders. Dann gehen wir mal direkt durch. Let's go. Wir ziehen jetzt einfach durch. Ich glaube, jetzt geht's zum Endgame. Da steht Feigling an der Wand. Weiß ich aber auch nicht warum. So, wir machen die Tür auf. Jetzt müssen wir hier halt rein. Und das Riesenbaby kommt jetzt. Oh Gott. So, wir gehen da durch. Kann ich das Spiel stoppen an der Stelle? Kann ich. Ich kann das Spiel stoppen. Das heißt, wir können jetzt zurückgehen und einmal einen Blick reinwerfen. Der ist halt leider schneller als ich sozusagen, ne? Auf die Dauer gesehen. Aber irgendwie ist das Baby traurig. Warum? Ich frage mich, warum das Baby traurig ist, ne? Das Schloss ist davor. Verdammt nochmal. Habt ihr das gesehen? Bist du nicht Larry? Du bist doch Larry, die, Also, was ist denn das da für eine Maske? Guck dir mal die Augen an. Alter, Mann, da stimmt doch irgendwas nicht. Larry, gib mir den Schlüssel wieder. Och, komm schon, Larry, bitte. Mann, okay. Ich muss jetzt erstmal eine Runde Klavier spielen oder so, ne? Ah, das ist keine Klaviermusik. Vielleicht hier so. Ja, das sieht ganz gut aus. Ich werde mal ganz kurz diese Zettel darauf packen und dann sage ich euch eins. Larry wird so verprügelt. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ich schmeiß die gleich komplett durch alle Möbel durch. Die denkt, die ist safe, aber nix da, Leute. Ich bin ja auch noch am Start. Wir spielen jetzt erstmal auf entspannt Klavier. Guck mal, wie sie da hängt. Du. Bis gleich, Dad. Tschüss. Alter, leck, ey. Tat das eigentlich weh? Oh ja. Die heult und dann verpisst sie sich wieder, ne? Weißt du eigentlich, wie gemein die ist? Das ist ja anders schlimm. Ja, hier um die Ecke müssen wir jetzt erstmal die Schallplatte besorgen, Leute. Ja, genau die hier. Und wir müssen die anhören, damit wir gleich das Baby verprügeln können. Die sag ich auch ganz nice. Baby verprügeln durch Schallplatte. Ah ja. Was soll das denn jetzt? Das war ja wieder gar nichts. Baby, komm mal her zu mir. Na komm schon. Ja, ich nehme mal den Schlüssel. Und jetzt ist Feierabend für dich. So, ich schmeiß dich jetzt erstmal überall durch die Gegend. Du verdammtes Baby. Komm mit. Hast du mal eine Klospülung gerochen? Nein? Dann rein damit. Digga, zieh dir das mal rein. Ey, geht's dir gut? Hallo? Hallo? Okay. Tschüssing. Ja, perfekt. Die Alte ist jetzt erstmal schön geduscht. Alles entspannt. Und ich schmeiß das Ding jetzt nochmal irgendwie in den Kühlschrank rein. So, bleib mal da drin. Du kriegst von mir auch noch ein Stück Melone. Kannst du snacken, wenn du willst. Aber das reicht jetzt. Und wir überlegen uns währenddessen einen Plan. Guck mal, ne? Also so einen Kühlschrank reinpacken. Das ist die richtige Methode. Wie ich nur mal gesagt habe. Die richtige Methode. Ich werde jetzt erstmal den Fahrstuhl aktivieren. Ah, der Strom geht nicht, ne? Das ist natürlich schlecht jetzt. Dann gehen wir doch mal hier hin und gucken einfach mal. Bin sehr gespannt. Ah, hallo? Wir müssen jetzt uns den Sicherungskasten erstmal ansehen. Ah, das fühle ich noch. Okay, und dann machen wir das jetzt. Sag mal, du hast doch schon wieder die Sicherung geklaut. Ey, mach dir nicht kaputt. Ich weiß jetzt tatsächlich nicht, warum das so ist, aber ich werde jetzt einfach die Sicherung hier nochmal reinpacken und das Ding aktivieren. Okay, jetzt reicht's mir. Jetzt reicht's mir! Mitkomm! Ich schmeiß dich da rein! Habt ihr das gehört? Das Baby. Das war ja anders gruselig. Wir müssen jetzt zum Aufzug zurückkehren. Okay. Moin! Also das mit dem Kühlschrank? Das habe ich nicht so gemeint, ne? Oh, 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 nö.
Hallo? Ich gehe dann einfach mal, ne? Auf ganz entspannt. Hallo? Darf ich hier nicht durchgehen? Ich bin auch gleich wieder weg, okay? So, wir gehen mal hier durch. Ui. Perfekt, Alter. Jetzt wird der Aufzug gedrückt. Easy. Hallo? Larry? Larry! Oh Gott! Larry kommt! Scheiße, Leute, wir müssen laufen! Da ist der Schlüssel. Mach das Schloss auf. Da kommt... Oh, verdammt! Larry kommt! Gar kein Bock! Dreieck, Mondsichel. Okay, perfekt. Mondsichel, Dreieck, da. Ja. Larry? Oh, scheiße, Mann! Larry kommt! Oh! Alter, hab ich mich erschrocken. Gott im Himmel, Reiter jetzt! Mach das Ding zu. Drück den Knopf, verpiss dich. Erstmal eine Runde chillen. Das war zu viel. Ach ja, schön. Da ist Larry jetzt wieder. Und die hört richtig schön Musik. Ach Mensch. Ja, dann hole ich doch einfach mal die Flasche aus dem Kühlschrank. Achso, die ist andere. Digga, was geht denn hier ab? Hey, hör doch mal auf damit jetzt. Sag mal. Also, ich glaube nicht, dass das so richtig ist, ne? Ey Leute, was geht ab, Mann? Es ist wieder soweit. Let's go! Ey, das ist so bescheuert, Mann. Guck dir das mal an. Ja, also ich glaube, dir geht's nicht mehr so gut, oder? Die schafft da so ein bisschen auf ihren Klonen rum oder so. Sag mal, kannst du die Klone jetzt mal einfach abbestellen so? Ich hole jetzt erstmal die Trinkflasche. Na komm, mal sehen, ob das was bringt. Ja, den kann ich dir nicht geben, aber dem Baby, okay? Weißt du was, Baby? Du hast eine vollgeschissene Windel. Ich lass mal deine ganzen Freunde da dran riechen. Leute, kommt mal! Die können jetzt erstmal schön. Ja, jetzt ist hier Ruhe. Und ich mach die Musik mal an. Ach, so ist das. Ja, okay. Ich wusste nicht, dass das so easy ist. Na denn? Gehen wir einfach mal nach oben. Mit dem Herzschlüssel und schließen das hier auf. Und bewegen uns einfach mal im Raum vorwärts. Ja, komm mal mit, Baby. Komm mal mit. Alles cool, ne? Mann, Witz, verpiss dich! Ich hab da keinen Bock mehr drauf. Weg mit dir. So, ist auch mal gut. Der haben wir es gezeigt, Leute. Wenn die jetzt irgendwo nochmal kommt, ich schmeiß den direkt wieder zurück. So. Moin. Alter, weißt du was? Verpiss dich! Mann, das ist doch einfach nicht cool. Ich gehe jetzt hier straight durch. Ist mir egal. Das Baby, ich mach gar nichts mehr dafür. So, Alter, was ist das denn? Moin. Ich weiß, Fernsehen gucken ist cool und so. Aber muss nicht sein. La 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 la, keine Fernsehen angucken. Ich muss mir noch irgendwas kaufen. Das Ding hat fast meine Seele eingesaugt, Mann. So. Auf chill ich jetzt. Digga. Na? Verpiss dich! Raus! Raus aus dem Raum! Ich hab gesagt, raus! Du gehst hier schön aus der Tür da. Da kannst du bleiben. Ich bleib hier allein in deinem Zimmer. Du mit deinem Fernsehengesicht, ey. Ganz ehrlich. So. Das reicht mir. Okay. Ich hab das Gefühl, dass, es stimmt irgendwas nicht, ne? Seht ihr das? Jetzt einfach mal straight hier durch. Wir schauen uns das mal an. Auf chillig. Ganz entspannt schauen wir uns das an. Larry! Larry, du sollst schlafen! Eigentlich. Larry, bleib mal cool jetzt. Wir gucken einfach mal. Na? Ja, genau. Die Augen hier. Was soll man dazu sagen? Ganz normaler Tag. Larry? Larry! Oh! Larry! So, jetzt reicht's mir. Du solltest dich nicht in den Dämon verwandeln! Ich sag dir, was ich mit dir mach! Ich schmeiß dich... Schön raus! Verpiss dich! Ja. Da habe ich jetzt, ne, Brücke gemacht. Man kann die Kinder auch ins Dunkle werfen, ist schon okay. Ihr wisst ja auch, ich habe die Beziehung und die Kindererziehungstipps. Ich bin ja der absolute Profi hier. Ihr könnt mir ja voll vertrauen. Ich kenne mich nämlich wirklich bestens aus. So, weil Kinder sind bei mir eigentlich immer ganz auf entspannt. Aber... Okay, doch nicht. Warte kurz. Verdammt, mach die verdammte Tür auf. Ich muss hier raus. Oh Gott. Ja, besser ist das. Ich habe nichts gesagt. Moin. Du siehst echt gruselig aus, Maske, ne?
Larry, kannst du die nicht mal abnehmen? Diese dunklen, leeren Augen. Nee, Mann, da hinten kommt wieder Larry. Okay, 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 ich zieh einfach durch. Einfach laufen, ganz entspannt und einfach durchziehen. Okay, schnell, ganz schnell hier, da, der Notausgang. Mach die scheiß Tür auf. Seh zu. Okay, hier fallen jetzt irgendwelche Sachen runter. Alter, Digga, zieh dir das mal da oben rein. Yo! Das meint die nicht ernst. Ja, wir können hier durchlaufen. Babyflaschen fallen runter. Ich muss hier raus, Mann. Dieses verdammte Kind. Dieses verdammte Kind, lass mich raus. Ja, Freunde, das war's wieder mit einem weiteren Video auf diesem Kanal. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ein Like da, wenn ja. Danke fürs Zusehen. Dickes, dickes Küsschen. Dano out.